Irgendwie ist etwas anders an diesem Tag in der New Yorker U-Bahn. Obwohl es draußen recht kalt ist, haben manche Leute ihre Beinkleider vergessen. Zumindest sagen das alle, wenn sie darauf angesprochen werden. Es ist der jährliche Tag des No Pants Subway Ride, des U-Bahn-Fahrens ohne Hosen. In der US-Metropole findet dieser Jux bereits seit 2002 statt. Der Rummel ist recht groß, wie bei einem Treffen der Occupy-Bewegung. Es geht darum, Spaß zu haben und an etwas Ungewöhnlichem teilzunehmen und den Leuten, die man zufällig trifft, ein Lächeln zu schenken. Wir sind in New York. Alles hier ist immer merkwürdig. Darum bin ich nicht sehr überrascht. Aber es ist unglaublich. Die Gaudi-Aktion hat sich rund um den Globus ausgebreitet, von Paris bis Sydney. Hier in Hongkong haben die U-Bahn-Fahrgäste zum zweiten Mal das Vergnügen. Es kommt allmählich hier an. Hongkong ist recht ernsthaft. Jeder steckt voll in seiner Arbeit. Es wird nicht viel gesprochen. In den USA unterhält man sich mehr miteinander. Einmal in der Öffentlichkeit die Hosen runterzulassen, tut offenbar gut. Und manche machen dies sogar mit einem ganz natürlichen Charme.